Servus, erst Ade. Grüß euch zu einer neuen Ausgabe Matchtalk. Heute bei mir zu Gast unsere Nummer 17, Niki Waratschnik. Niki, zuerst einmal vorneweg Gratulation zum überragenden Sieg in der U21er Quali gegen Frankreich. Danke, danke. Wie ist das so im Nationalteam zu spielen? Ja, also es ist für jeden Spieler eine Ehre, für das eigene Land zu spielen. Und wenn man dann 2-0 gegen Frankreich gewinnt, ist es umso schöner. Und sind alle froh, dass wir jetzt die Länderspielpause gesund überstanden haben und sind jetzt fokussiert wieder auf den Verein. Wir sind natürlich auch froh, dass unsere Jungs wieder gesund hintergekommen sind. Ja, Länderspielpause ist vorbei und am Sonntag steht das letzte Heimspiel an gegen die Wiener Austria. Niki, was wird uns da erwarten? Ja, natürlich ein ernstzunehmender Gegner, ein harter Gegner, der was immer mit 100% spielt, in die Zweikämpfe drin ist und ein hartes Spiel definitiv. Also wenn man die Tabellen anschaut, also wird ein spannendes Spiel werden und extrem wichtig für beide Vereine. Und ich glaube, wenn wir aber gut dagegen halten, dann haben wir keine Probleme am Wochenende. Der Niki hat gesagt, ganz ein wichtiges Spiel gegen die Wiener Austria um einen Kampf um das obere Playoff. Natürlich auch nochmal ein Aufruf jetzt, das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr werdet da zahlreich erscheinen. Nach dieser Partie stehen noch zwei schwierige Auswärtsspiele an gegen RB Salzburg und TSV Haarberg. Niki, was rechnen wir uns da jetzt gesamt aus bis zur Pause? 9 Punkte hoffentlich, oder? Genau, es wird mir Herrn Staubing trocken. 9 Punkte. Nach diesen 3 Spielen kommt der wohlverdiente Urlaub. Was macht der Niki Waratschnik in der Winterpause? Boah, also ich habe jetzt einmal einen Wellnessurlaub gebucht, einmal. Und sonst schaue ich einmal, vielleicht fahre ich noch wohin mit der Freundin, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nichts geplant. Das klingt sehr interessant. Jetzt natürlich, dass wir ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen, ein paar Fragen zu Weihnachten, Niki. Lieblingsweihnachtsfilm? Lieblingsweihnachtsfilm? Boah, ich glaube, der Polar Express, kennst du den? Polar Express, überragender Film. Überragender Film. Ja. Dann machen wir noch Lieblingsweihnachtslied. Lieblingsweihnachtslied. Kannst du ruhig singen, ne? Nein, singen brauchen wir jetzt nicht. Boah, Weihnachtslied. Keine Ahnung, habe ich jetzt kein Lieblingslied. Weiß ich nicht. Kriegst du Last Christmas? Ja, sowas. Und was gibt es noch speziell? Kekse natürlich. Kekse. Haben wir da auch eine Lieblingssorte? Ja, die was mit weißer Schoko eingetunkt sind. Ah, die sind sehr überragend, gern, ja. Die sind top. Niki, dann sage ich danke. Und gerne, gerne. Wir holen am Sonntag 3 Punkte. Natürlich. Danke. Ciao, ciao.